Es ist für uns eine große Freude und eine hohe Ehre, zwei Bundespräsidenten heute zu Gast zu haben und so viele hochrangige Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Schön, dass Sie alle gekommen sind, um einem großen Sohn Schleswig-Holsteins heute Respekt zu zollen. Bürgermeister Sachse hat Sie angesprochen, Willy Brandts Verbundenheit mit Lübeck, seiner Mutterstadt, wie er sie nannte. Hier wuchs Willy Brandt in bester Tradition der deutschen Arbeiterbewegung auf. Hier ging er als einziger Arbeitersohn aus Joanneum jene traditionsreiche Schule, die unsere Feier heute musikalisch ausgestaltet. Ein herzliches Dankeschön dafür an die jungen Musikerinnen und Musiker und an ihre Lehrer. Willy Brandt wäre stolz auf euch. Ein Lehrer hatte Willy Brandts Mutter einmal den Ratschlag gegeben, halten Sie Ihren Sohn von der Politik fern. Der Junge hat gute Anlagen, aber Politik wird ihn ruinieren. Manchmal ist es gut, dass die Eltern nicht auf die Lehrer hören. Willy Brandt wurde einer der charismatischsten, einer der einflussreichsten Politiker der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bis heute bringen wir alle ihm höchsten Respekt entgegen. Er war ein Politiker mit großem Verantwortungsbewusstsein, mit großem Weitblick, der darüber doch niemals die Sorgen der einfachen Menschen vergaß. Willy Brandt konnte wahrlich begeistern. Die Menschen hatten bei ihm das Gefühl, verstanden zu werden. Er hat sich nie verstellt. Er war ehrlich. Er war, wie er war. Und so haben ihn die Leute auch gesehen. Willy Brandt, meine Damen und Herren, ist ein Mann, der uns bis darin heute noch ein Vorbild ist. Auch deshalb sind wir hier in Lübeck zusammengekommen, in Willy Brandts Mutterstadt, von der er eigentlich leichten Herzens Abschied genommen hatte, damals im April 1933. Spätestens seit der Machtergreifung der Nazis hielt ihn hier nichts mehr. Wie sehr er aber doch an seiner Heimat hing, das wurde ihm erst 5 Jahre später bewusst. Es kam zu einer Begegnung, die für ihn Zeit seines Lebens eine wichtige Erinnerung war. 1938 in Paris, da traf er mit einem anderen berühmten Sohn dieser Stadt zusammen, mit dem Schriftsteller Heinrich Mann. Willy Brandt war damals 25, Heinrich Mann beinahe dreimal so alt. Die 7 Türme werden wir wohl nie wiedersehen, sagte der alte Mann voller Wehmut. Und als Willy Brandt die Tränen in den Augen des Alten sah, die Trauer in dessen Stimme hörte, da wurde ihm erst bewusst, wie sehr ihm seine Mutterstadt am Herzen lag. Schön, dass Sie alle heute in eben dieser Stadt zusammenkommen, um Willy Brandts zu gedenken. Ich freue mich, dass Sie heute da sind, hier bei uns in Schleswig-Holstein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie fern erscheint das alles, was wir in diesen Bilddokumenten gerade gesehen haben? Wie sehr hat sich unser Land und auch die Welt um unser Land herum verändert? Fast 40 Jahre ist es nun her, dass Willy Brandt Bundeskanzler war. Mehr als 20 Jahre ist er schon nicht mehr unter uns. Und doch fällt es mir irgendwie schwer, über ihn in der Vergangenheitsform zu reden. Ich spreche ganz sicher vielen von Ihnen aus dem Herzen, wenn ich sage, Willy Brandt ist immer noch gegenwärtig mit allem, was er verkörpert, mit seiner Liebe zur Freiheit, mit seinem Streben nach Frieden und Gerechtigkeit, mit seiner Überzeugung, dass jede Zeit eigene Antworten will und dass wir selbst die Welt verändern müssen. Wie sehr wirkt er damit nach? Wie sehr fordert er uns alle damit heraus? Die eine große Sehnsucht eines Politikerlebens, für die er so lange gekämpft hat,
als Berliner Bürgermeister, als Außenminister und als Bundeskanzler. Die Sehnsucht, es möge zusammenwachsen, was zusammengehört. Sie nahm noch zu seinen Lebzeiten Gestalt an. Gerechter Dank der Geschichte für einen, der furchtlos, geschickt und pragmatisch nach Wegen gesucht hat, wo andere nur Mauern sahen und vor allen Dingen keine Zukunft und keine Veränderung. Vor kurzem habe ich in alten Unterlagen 4 handgeschriebene Blätter gefunden, die ich einmal angefertigt hatte. Es war meine Begrüßungsrede für Willy Brandt, der am 6. Dezember 1989 zu uns in die Marienkirche nach Rostock gekommen war. Das war die größte und ist die größte Rostocker Kirche und wir brauchten sie, weil sich die Demokraten, die sich formiert hatten, noch nirgendwo anders als in Kirchen treffen konnten. Da war Willy Brandt schon viele Jahre ohne Staatsamt und doch war er irgendwie derjenige, auf den sich unsere Blicke ganz automatisch richteten, weil er verkörperte, wonach wir uns sehnten. Ich sagte damals, da begegnen wir uns nun, wir das Volk und Sie der große Politiker. Und dann habe ich gesagt, Ihr Wort ist uns wichtig. Und das steht für mich auch heute noch im Präsens. Darum ist Willy Brandts 100. Geburtstag Gelegenheit zur Rückschau auf ein Jahrhundert voller Schrecken, auf Aufbrüche und auch auf das, was auch ihm sei Dank zum Guten sich verwandelt hat. Es ist zugleich eine gute Gelegenheit, vorauszuschauen auf das, was vor uns liegt und was Willy Brandt uns für die Zukunft aufgetragen oder doch nahegelegt hat. So manches, was Willy Brandt in früheren Zeiten entgegenschlug, ist heute jungen Leuten kaum noch verständlich zu machen. Es würde mich interessieren, ob Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, von Willy Brandts damaliger Schule überhaupt das nachvollziehen können, dass einer zum Beispiel, der den nationalsozialistischen Ungeist zu bekämpfen half, noch Jahrzehnte nach dem Ende des Hitlerregimes bei vielen so etwas wie als Vaterlandsverräter galt und sich fragen lassen musste, was er denn im Exil eigentlich gemacht habe. Oder unglaublich, dass sein Kniefall in Warschau, diese Geste der Trauer und Überwältigung, die auch kommende Generationen noch kennen werden, dass diese Geste vielen seiner Landsleute damals einfach übertrieben erschien. Und ich schwöre es, ich werde es nie vergessen. Und meine Kinder werden es nicht vergessen. Und meine Enkel werden es von mir oder meinen Kindern hören. Oder eine andere Situation. Später dann, die Pfiffe der Unbelehrbaren in Berlin vor dem Schöneberger Rathaus, als Willy Brandt mit Helmut Kohl und anderen am 10. November die Maueröffnung feierte. Wie unverständlich aus heutiger Sicht, aber wie real noch damals. Und an dieser Stelle will ich ihm einen persönlichen Dank sagen für seine unbeirrbare Treue zu dem Gedanken, dass Deutsche aus Ost und West zusammengehören und nicht getrennt werden sollten. Er hatte sich nicht abgefunden mit dem, was einigen schon auf Dauer zementiert erschien. Das haben nicht alle verstanden. Aber er konnte und er wollte nicht Abschied nehmen von seiner Vision, von einem Land, in dem die Deutschen im guten Sinne zueinander finden würden. Heute, da können wir wieder ohne Nationalismusverdacht unsere Nationalhymne singen. Übrigens, auch das ist ein wenig Willy Brandts Verdienst. Viele konnten dank seiner wieder Ja sagen zu Deutschland, seinem, unserem erneuerten Deutschland. Denken Sie einmal daran, 1972 hieß ein SPD-Wahlslogan: Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Überlegen Sie mal, wie viele sich seit 1972 geschämt hätten, dieses Wort auszusprechen, diesen Satz zu sagen. Ich habe ganz
bewusst gewartet und habe etwa vor einem Jahr in einer großen deutschen Zeitschrift es mir mal erlaubt, zum ersten Mal auf dieses so neu wieder erwachsen gewordene Land so etwas wie Stolz zu bezeugen. Ich musste lange überlegen, ob ich es tun sollte. 1972, ich habe mir das Wahlplakat aus dem Archiv holen lassen. Ich wollte es nicht glauben. Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Er konnte es, weil er genau wusste, wie sehr es sich damals schon verändert hatte. Also, so schlecht konnte dieses Land dann doch nicht sein, wenn einer wie er es trotz allem liebte. Vor allem aber hat er, der andere Deutsche, der Europäer und Weltbürger, im Ausland glaubwürdig und zugleich selbstbewusst für neues Vertrauen geworben. Inzwischen sind wir tatsächlich ein Volk der guten Nachbarn, denn wir wissen ja immer um die Abgründe der deutschen Geschichte. Verantwortung für diese Geschichte zu übernehmen, so hatte Willy Brandt es schon früh gesehen, bedeutet nicht, Enthaltsamkeit zu üben in aktuellen, gegenwärtigen Konflikten. Im Gegenteil, aus der Einsicht in das Vergangene erwuchs für ihn die Verantwortung für die Probleme und die Chancen der Gegenwart. 1973 erklärte er als erster deutscher Bundeskanzler vor der UN-Generalversammlung: Wir sind gekommen, um auf der Grundlage unserer Überzeugungen und im Rahmen unserer Möglichkeiten weltpolitische Verantwortung zu übernehmen. 1973, vor 40 Jahren. Heute ist in unserem vereinten Deutschland unglaublich größere Verantwortung zu tragen. Sie ist uns zugewachsen. Und er würde sagen, tragt, was euch zugewachsen ist. Nehmt den Auftrag an. Wir sind also gut beraten, Sie, diese Verantwortung, unseren Überzeugungen und Möglichkeiten entsprechend anzunehmen. Von Willy Brandts Haltung in Konflikten lernen heißt, geduldig sein, Vertrauen schaffen und scheinbar unerbittliche Gegner einander schrittweise anzunähern. Wir sind ja manchmal geneigt zu vergessen, wie aktuell etwa die Bedrohung durch Nuklearwaffen ist, auch weit nach dem Ende des Kalten Krieges. Den gemeinsamen Aktionsplan zwischen Iran, den 5 UN-Vetomächten und Deutschland könnte man bei aller gebotenen Vorsicht als einen der hoffnungsvollen Anfänge der vergangenen Jahre bezeichnen. In vielem, was Willy Brandt schon sehr früh bewegte, sind wir auch heute noch lange nicht angekommen. Beispiel Entwicklungspolitik, es wurde schon genannt. Tatsächlich lebt nach wie vor ein größerer Teil der Weltbevölkerung in Armut, auch wenn in den letzten Jahren manches gelungen ist, um die Armut auf der Welt zu verringern. Oder ein anderes Beispiel, Klimawandel und Umweltverschmutzung. Sie abzubremsen ist doch gegenwärtig dringlicher denn je. Die Folgen, gerade für die Verletzlichsten, erkannte Brandt als einer der Ersten. Beispiel Zusammenleben der Verschiedenen. Schon früh sprach er vom Recht der Ebenbürtigkeit, der Gleichheit und der guten Nachbarschaft als Grundlage unseres Miteinanders. Ich bin mir sicher, Willy Brandt hätte auch heute viel zu sagen über das, was wir so sperrig Integration nennen und was doch so viel mit der Anerkennung von Unterschieden und dem Streben nach Gemeinsamem zu tun hat. Und er, der politische Immigrant, würde gewiss auch Partei ergreifen für die, die heute fliehen müssen vor Unterdrückung und vor Gewalt. Wir wollen nicht vergessen, dass Willy Brandt, der von den Nationalsozialisten Ausgebürgerte, damals in Norwegen aufgenommen und eingebürgert wurde. Tusen Takk. In einer der vielen Fernsehrunden rund um den Geburtstag
hat kürzlich eine junge SPD-Genossin bekannt, sie fühle sich Willy Brandt zwar nicht als Person nahe, wohl aber in dem, was sie tue. Das hätte ihn gefreut. Es hätte ihn auch gefreut, zu sehen, wie viele heute hier zusammengekommen sind, um Danke zu sagen, aus allen Teilen der Gesellschaft, aus seiner zweiten Heimat Norwegen und andere Länder, mit denen er verbunden war. Er hätte den Dank vielleicht mit dem bescheidenen Satz quittiert, den er sich angeblich einmal, in feiner Selbstironie, als Inschrift auf seinem Grabstein wünschte: Man hat sich bemüht. Nehmen wir sein Vermächtnis an. Es heißt, seid nicht gleichgültig. Setzt euch auseinander und ringt um die bessere, nicht die nächstbeste Lösung. Erkennt, was ihr verändern und verbessern könnt. Sagt Ja zu unserem Land, zu unseren Aufgaben, zu unseren Möglichkeiten. Und habt Mut, habt Geduld und Zuversicht. Herr Bundespräsident Gauch, Herr Bundespräsident Fischer, Herr Ministerpräsident Albig, Herr Bürgermeister Sachse, Herr Dr. Wolfgang Thierse, liebe Freunde. Willy Brandt hat einmal gesagt, dass sowohl Deutschland als Norwegen seine Vaterländer sind. Ich spreche heute im Namen seiner norwegischen Landesleute. In Norwegen gedenken wir Willy Brandt in diesem Jahr zweimal. Zum einen, genau wie in Deutschland, an seinem 100. Geburtstag. Und zum anderen haben wir Norweger Anfang April den 80. Jahrestag seiner Ankunft in Oslo gefeiert. Willy Brandt hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu Norwegen. Hier, wie er später schrieb, erlebte er die wichtigsten und glücklichsten Jahre seines Lebens. In Oslo fand er seinen freien Raum. Hier erhielt er 1971 den Friedensnobelpreis. Der 19-jährige Herbert Fram kam als unbeschriebenes Blatt zu uns nach Oslo. 4 Tage nach seiner Ankunft erschien sein erster Artikel in der Zeitung der norwegischen Arbeiderpartei. Hvordan ser det ut i Hitler-Tyskland? Wie sieht es in Hitler-Deutschland aus? Unterzeichnet mit Willy Brandt, dem Namen, mit dem er in die Geschichte des 20. Jahrhunderts eingegangen ist. Offiziell durfte er nicht politisch aktiv sein. Aber als politischer Mensch war er nicht passiv. Schon im Sommer 1933 erschien eine Broschüre mit dem Titel »Warum hat Hitler in Deutschland gesiegt?« Danach folgten viele Artikel in der Arbeiterpresse. Manche erschienen anonym, andere waren mit Felix Franke, signiert oder nur mit FF. Nach einem sehr oppositionellen Start wurde er Teil der norwegischen Arbeiterbewegung, von deren Reformpolitik er viel lernte. Besonders der Jugendverband wurde eine zweite Heimat für ihn. In seinem Buch »Mein Weg nach Berlin« schrieb er: »Die Begegnung mit der norwegischen Jugendbewegung gehört zu den glücklichsten Abschnitten meines Lebens.« Willy Brandt hatte, wie einer seiner Freunde erklärte, dem außenpolitischen Milieu Oslo vieles zu geben. Das war besonders deutlich, als er sich dafür engagierte, dass Karl von Ossietzky den Friedensnobelpreis bekam. Er reiste auch viel, natürlich in Norwegen, aber auch in Schweden, Dänemark, Holland und Belgien und besonders in Frankreich. 1937 war er mehrere Monate in Spanien. 1936 lebte er als norwegischer Student Gunnar Gaasland in Berlin.
Dieses Unternehmen hätte ihm das Leben kosten können. Er beeindruckte durch seinen Mut. Hitler ist nicht Deutschland. So lautete der Titel eines seiner Artikel. Hitler ist nicht Deutschland, das bewies er in Norwegen. Deshalb unterstützen die Arbeiterpartei und die Gewerkschaftsbewegung seine Arbeit. Die Produktion illegaler Broschüren wurde unterstützt und unsere Parteivorsitzende verhinderte die Versuche, ihn auszuweisen. Nach dem Überfall der Wehrmacht auf Norwegen im April 1940 flüchtete Willy Brandt nach Schweden und bekam dort die norwegische Staatsbürgerschaft, nachdem die Nazis ihm seine deutsche aberkannt hatten. Im schwedischen Exil schrieb er 1943: Ich habe im Laufe der Jahre zweimal mein Vaterland verloren. Ich arbeite dafür, zwei Vaterländer wieder zu gewinnen, ein freies Norwegen und ein demokratisches Deutschland. Zum 100. Jubiläum seiner Geburt sagen wir auch wir, alle Norwegen, seine norwegischen Landsleute, danke viel. Als Norweger bin ich mit allen Norwegen dankbar für seine Beträge an der Entwicklung der deutsche-norwegischen Verbindungen und ich danke Ihnen alle in dieser ehrwürdigen alten Hansastadt Lübeck für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wenn wir heute hier in Lübeck zusammengekommen sind, um mit großem Respekt und großer Zuneigung an den 100. Geburtstag von Willy Brandt zu erinnern, dann eint uns die Überzeugung, dass Willy Brandt einer der großen europäischen Staatsmänner des 20. Jahrhunderts war. Ein Mensch mit vielen Facetten und vielen Talenten, der bei allen, die ihn näher kennenlernen durften, einen tiefen und bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Brandt war ein Mensch mit Emotionen und erweckte Emotionen. Er war außergewöhnlich und herausragend. Er war, wie Bruno Kreisky ein Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer zitierend gelegentlich gesagt hat, kein ausgeklügelt Buch, er war ein Mensch in seinem Widerspruch. Brandt hat kaum jemanden kalt gelassen. Er hatte gute Freunde, begeisterte Anhänger und erbitterte Gegner. Aber die Geschichte hat zu seinen Gunsten entschieden. Heute weiß man in Deutschland und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, dass Willy Brandt ein Glück für Deutschland und ein Glück für Europa war. Er hatte klare politische Konturen, konnte sich aber in andere Menschen und andere Positionen hineinversetzen und wusste um den Wert eines vernünftigen, fairen Kompromisses Bescheid. Von Karl Popper stammt ja dieses berühmte Diktum über den Wert des Dialogs, wonach frei wiedergegeben ich mich irren und du recht haben kannst oder auch du dich irren und ich recht haben kann, wobei wir gemeinsam der Wahrheit näher kommen können. Dieses rücksichtsvolle Suchen nach der Wahrheit, dieses Einbeziehen von anderen Meinungen in die eigene Willensbildung war eine wichtige Eigenschaft von Willy Brandt. In ganz besonderer Weise hat er sich um die Demokratie verdient gemacht. Ich bin überzeugt, eine ganze Generation junger Menschen hat er der Demokratie näher gebracht und mit der Einladung, mehr Demokratie zu begeistern, mehr Demokratie zu wagen, für die Demokratie begeistert. Mit Recht hat der frühere deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker auch die Behutsamkeit im Umgang mit der Macht gerühmt, die den Demokraten Willy Brandt ausgezeichnet hat. Er ist im Laufe seines Lebens
im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinausgewachsen, über die Grenzen seiner Partei und über die Grenzen Deutschlands. Und ich glaube auch über die Grenzen dessen, was ein Mensch normalerweise leisten und ertragen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Willy Brandt ist, wie Sie bestens wissen, vor 100 Jahren in Lübeck geboren worden. Also etwa 4 Monate nach dem Tod von August Bebel und 8 Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Derzeit bereiten wir uns in vielen Ländern Europas auf hoffentlich würdige, einer gemeinsamen europäischen Zukunft gewidmete Gedenkveranstaltungen vor, die uns an den Ausbruch dieser Menschheitskatastrophe im Sommer 1914 erinnern sollen. Denn wir dürfen nicht aufhören, aus der Geschichte die entsprechenden Lehren zu ziehen. Die Tatsache, dass der knapp 8 Jahrzehnte umfassende Lebensweg von Willy Brandt im Wesentlichen parallel gelaufen ist mit jenen 8 Jahrzehnten, die vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs über viele dramatische Zwischenstationen und schreckliche Katastrophen bis hin zum Fall der Berliner Mauer reichten, hat seine Persönlichkeit, sein Denken, seine Ängste und Hoffnungen geprägt. Der Erste Weltkrieg, der Zusammenbruch des Kaiserreichs, die Abwesenheit des leiblichen Vaters und die Entbehrungen in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bildeten den Hintergrund der Kindheit von Willy Brandt. Die unglückliche Entwicklung der Weimarer Republik, Hitler, Krieg, Holocaust, aber auch der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat im Norden Europas, die Erfolge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg und parallel dazu die Spaltung Deutschlands, waren Ereignisse und Empfindungen, die das politische Weltbild und den politischen Kompass von Willy Brandt, des linken Demokraten Willy Brandt, prägten. Wie man sieht, ein sehr breites Spektrum zwischen extrem negativen und stark positiven Empfindungen. Und so begann sein Weg in und durch die Politik, der ein Weg durch die deutsche und durch die europäische Geschichte werden sollte. Meine Damen und Herren, eigene Antworten zu finden, darum hat sich Brandt ein Leben lang bemüht. Und ebenso bemüht hat er sich, Gutes zu bewirken. Deshalb darf ich an den Schluss dieser Betrachtungen ein besonders prägnantes Zitat von Willy Brandt stellen. Einen Satz aus seiner Abschiedsrede als Parteivorsitzender der SPD vom 14. Juni 1987, wo es heißt, Zitat: Wenn ich sagen soll, was neben dem Frieden wichtiger sei als alles andere, dann lautet meine Antwort ohne Wenn und Aber: Freiheit. Freiheit für viele, nicht für die wenigen. Freiheit des Gewissens und der Meinung, aber auch Freiheit von Not und Furcht. Heute, ein Vierteljahrhundert später, in dieser Gedenkstunde zum 100. Geburtstag von Willy Brandt, sagen wir aus voller Überzeugung: Danke, Willy Brandt, für dein Lebenswerk. Du hast dich nicht vergebens bemüht.